DIY Rick, was? DIY Rick Druck TV. Mag halt hier einer einen Rick gedruckt. Ich weiß nicht, ob wir das komplett gucken, aber da gehen wir rein. Weißt du, hat sich einer einen Rick gedruckt, Alter? Hoho! Hi Leute, herzlich Hello. Willkommen. Hi. Schöne Couch im Hintergrund. Was geht? Heute stellen wir euch was vor und was das genau ist, das erzählt euch am besten der liebe Yeti. Ja, hallo zusammen. Also. Hi Yeti. Wir möchten euch heute mitnehmen zu unserem 3D-Druck Do-It-Yourself Rig. Die Teile sind gebaut aus dem 3D-Drucker in den Verbindungen. Aluminium wurde bestellt. Das ist das Rig, was später dann für euch auf einer Homepage verfügbar sein wird. Unter dem Thema RDSL Liga. Da kommt nämlich die ganze Idee her. Dazu kommen wir und gleich. Und RDTL. Und RDTL, korrekt. Danke, Lama. Und wir haben mit einer Community aus dem 3D-Druckbereich alle Verbindungspunkte selbst hergestellt in einer Der Sessel holt mich übrigens übelst ab. Nee, CAD, das Programm nennt sich Fusion 360. Der liebe Solid, unser CAD-Konstrukteur, hat uns dabei massivst unterstützt. Und das ist jetzt quasi der erste Aufbau, den wir zusammen mit dem lieben Lava machen werden, weil das wird sein Rig nachher werden. Ich freue mich schon sehr drauf, denn es ist schwarz-orange, Kanalfarbe und Lifestyle-Farbe seit eh und je. Dieses Do-It-Yourself-Rig wird oder ist phänomenal. Wer es noch nicht gesehen hat, auf Lama KMH, auf meinem Kanal auf Twitch haben wir schon ein Highlight-Video gepostet und einen Stream erstellt für den Prototypen, wie wir den Prototypen getestet haben. Und es ist wirklich ein Hammer geiles Produkt am Ende draus geworden. Knarzfrei, voll modular. Komplett adjustable. Ihr werdet es nachher noch sehen. Wir machen jetzt gleich ein Aufbauvideo und das Fitting, also das ist für meinen Körper, für meine Armlänge, für meine Beinlänge, dass das alles passt, das kriegst du halt anders fast gar nicht für einen guten, sehr guten Preis. Nicht günstig, aber für einen guten Preis kriegst du es nicht mal mit einem 1.000-Euro-Rig hin. Okay, das sind jetzt hier schon wilde Claims. Wird okay? Und natürlich und aufwärts auch nicht. Alle Teile, wie gesagt, aus dem 3D-Drucker selbst kreiert und erstellt. Und ja, das hält. Das hält mehr oder genauso gut wie Aluminium, aber knarzfrei. Gleich noch Stoß- und Schockabsorbierend. Supergeil. Ja, das ist auch eine Sache, wo ich wirklich zugeben muss, dass wir sehr stolz drauf sind, dass das so geworden ist. Man, wir haben sehr viel Kritik am Anfang kassiert darüber, das kann ja nicht funktionieren. Wird es halten, wird es nicht halten? Hm. Und mittlerweile, also ich fahre den Prototypen 1 und der hat mittlerweile 300 Rennstunden runter, Fahrstunden, völlig problemlos. Es gibt keine großen Beschädigungen oder sonst wie was. Ehrlich gesagt, gerade gar keine Beschädigungen. Natürlich optimieren wir weiter und so fort. Allerdings jetzt erstmal ganz kurz zur Storyline. Also es ist so entstanden, vor, wie lange ist es her, die Season 2, Lama? Gutes Jahr? Anderthalb. Anderthalb Jahre. Ja. Vor anderthalb Jahren bin ich als Zuschauer bei Lama im Stream gewesen und dort startete dann jeden Dienstag die Rennliga noch. In ihren Anfängen im Stammtischcharakter. Jeden Dienstag 21 Uhr nicht vergessen. Immer noch, seit über 90 Wochen, ja? Stand heute. 90 Wochen, krasse Nummer. Auf jeden Fall war es halt so, das Ganze fixte mich irgendwann an. Also habe ich mir, um mit den Jungs mitfahren zu können, ein Logitech-Set geholt und bin am Schreibtisch gefahren. Zwei Seasons lang. Und glaubt mir, Leute, das ist stressig. Hatte ich tatsächlich auch. So, und dann sitzen wir da so zusammen und diskutieren, ne, Tech Talk, so richtig. Ich würde das jetzt mal for the sake skippen, wenn das okay ist, Leute. Das, Richtig, wie die Jungs halt so sind. Sehen. Nimm doch nur das Ende. Nee, ich will, wenn, dann finde ich das unhöflich. Euro. Ja, da gibt's sowas für 350 sehen, wie Euro. Das gebaut und dann setzt du dich da rein und du trampelst da rein und alles macht erstmal so einen Bogen. Es ist halt einfach Flex drin. In Hier, das will ich sehen. Thank you.
Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass da sehr, sehr ballsy Claims gemacht wurden, die man hätte in 3 Sekunden einfach nur entkräftigen können. Weil alle Rigs, die du kaufen kannst, die mit Alu zu tun hat, die sind super einfach einstellbar. Und dieser Claim ist wirklich ein bisschen zu doll oben drüber. Weil selbst den 200-Euro-Rig kannst du einstellen auf deine eigenen Bedürfnisse. Aufgrund der Tatsache, dass dort Nutsteine drin sind und die Nutsteine kannst du lösen und in den Schienen schieben. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was dieser, also was, wie das untermalt wird. Das ist cool. Das ist echt gut gemacht. Das ist sehr schön durchdacht. Also mit hoch, dass du hoch, runter und vor und zurück machen kannst. Kannst du mit jedem anderen Rig übrigens auch machen. Aber wir hören ja gleich nochmal den Preis. Und wann ist denn das Video, dass wir das mal einsortieren können? 9 Monate. Der Winkel ist sehr interessant von dem. Aber das wird wahrscheinlich mit der Auflage zu tun haben, nehme ich an. Da bin ich ganz ehrlich. Also 3D-Druck hält wirklich eine Menge aus, ne? Aber ich würde da keine Simucube reinknallen. Da würde ich keine Simucube reinmachen. Aber es ist schon cool. Also die Frage ist nachher am Ende, wie gut sich das bewegt. Also ich glaube, der 3D-Druck hilft da schon ein bisschen, dass die Sachen sich einfacher verschieben. Ist schon wirklich gut. Also ist wirklich geil. Das ist schön durchdacht. Habe ich gemacht, das hält. Aber hält das auch auf Dauer? Also jetzt mal nur, um eine Perspektive zu geben. Mein ganzes Rig bewegt sich mit einer Simucube da drin. Und mein Rig hängt an, also meine Simucube hängt an Stahl dran, ne? Seit einem Jahr schon. Okay. Ich habe mit 3D-Druck, ne, das ist ja die übliche Skepsis, die man, denke ich mal, hat. Es ist ja gedrucktes Plastik, sage ich mal, dass man vielleicht so ein bisschen seine Bedenken hat dabei und sich so, I don't know. Aber wenn es getestet wurde und hält, supi. Das würde mich zum Beispiel stören. Das sage ich jetzt schon. Weil er tritt nicht doll in die Bremse und hier ist übelst viel Flex drin. Seht ihr das? Also ich glaube nicht, dass er da jetzt richtig reinstrampelt und hier ist Flex. Das finde ich nicht gut. Würde mich stören. Aber vielleicht geht das ja gleich weg. Warum macht man das mit dem Hammer? Da ist noch lose dran? Ah, okay. Dann sehen wir das ja gleich.
Ah, jetzt geht's. Okay, nevermind, hab nichts gesagt. Nee, ist immer noch Flex drin, ne? Okay, mal gucken. Aber eine Sache muss ich jetzt mal ganz kurz kritisieren für denjenigen, der das fährt. Du hast orange Teile dran und einen roten Sitz. Das passt gar nicht zusammen. Da, also ganz ehrlich, dein innerer Monk sollte da komplett ausrasten. Okay, zieht ihr jetzt die Pedale noch fest oder nicht? So. Nachdem wir jetzt tatsächlich mit einer Essenspause, gut, die Essenspause ziehe ich jetzt mal ab, also wir haben jetzt einmal 3,5 Stunden und jetzt nochmal 1 Stunde 10. Also 5 Stunden. 4,5 Stunden. Wir haben aber auch vieles nochmal aufgemacht und wir haben es inklusive Fitting. Also der reine Aufbau an sich, wenn man das einfach nur schnell zusammenferkelt, geht bestimmt in 3 mit Hilfe. Aber mit Fitting brauchst du locker 5. Das kann man, glaube ich, so festhalten, weil du kommst anders da einfach nicht rum. Weil du brauchst, du musst das ja, das soll ja für dich genau passen. Es soll in deinem Winkel sein, auf deine Beinlänge, deine Körpergröße, deine Armlänge. Das muss ja alles ganz genau passen. Und auch der Druckpunkt von deinem Knie, wenn du gerade, du willst ja gerade rausbremsen. Du willst ja nicht schief bremsen oder nach links. Deswegen haben wir das links, rechts. Der Siso holt mein Bier. Geradeaus, hast du nicht gesehen. Und an jeder Ecke gibt es halt 3 verschiedene Arten, wie du es einstellen kannst. Es war jetzt tatsächlich sehr anstrengend. Ich habe es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Doch. Also ich bin jetzt echt durchgeschwitzt. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Also ich bin tatsächlich sehr schwitzig, sehr sweaty. Aber guckt euch das Rig an. Absolut geil. Guckt euch das an, die Farbe schwarz-orange. Einfach. Und rot. Episch lecker. Und wie sexy ist dein Sitz geworden? Und wie sexy ist der Sitz? Also ich hab ja einen schwarzen Sitz mit grauen Nähten bestellt. Bekommen habe ich die Limited Edition rot mit schwarzen Nähten. Tatsächlich nochmal mit der besseren Aufpolsterung. Ja, absolut. Wusste ich selber nicht, bis es Yeti gesagt hat. Aber auf jeden Fall war das wirklich sehr, 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 sehr episch. Der Bau hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn man am Ende sich echt gewünscht hat, hoffentlich sind wir bald fertig, weil ich will nicht mehr. Ja. Aber man muss dazu sagen, das sind jetzt 140 Verschraubungspunkte. Ja. Und du hast immer noch keinen Monitorstand aufgebaut. Da ist einfach maximal Tilt angesagt. Kann ich dir jetzt schon sagen. Und dann hast du noch nichts verkabelt. Nee, also ein Rig, also das, was da drüben steht, dauert locker zwischen 15 Stunden und 16 bis 17 Stunden, bis das fertig ist. 100 fucking 40 Verschraubungspunkte, das musst du dir mal überlegen. Allein die Zahl. Das, wenn du hier irgendwas schnell umfittest, machst du 20 Schrauben auf und wieder zu. Passt nicht, nochmal auf, nochmal zu. Ja. Dann passt was nicht, dann tust du ein bisschen schütteln, nochmal. Also du machst ja jede Schraube 4, 5, 6 Mal auf. Ja. Und, aber danach ist es, also Leute, ihr werdet es ja bei mir auf dem Kanal dann sehen oder beim Yeti, wie gesagt, ja auch, er hat das selber sicher auch, er hat ja noch den Prototypen, den er weiterentwickelt, aber hier knarzt gar nichts. Es ist noch nicht. Bombenfest. Ich drücke hier mit mehr als 90 Kilo rein. Es bewegt sich keinen fucking Millimeter. Nein. Das ist wirklich echt so steif und stiff geworden. Und die Einstellbarkeit hier hinten bei dem Pedal, ich tippe mit dem Fuß drauf, gerade für die Clubsport Elite Pedals, die ja sehr weit nach hinten geneigt sind, wenn sie eigentlich auf dem Boden stehen. Das ist schon geil. Also du kannst es nach vorne ziehen, nach hinten, kannst im Winkel variieren. Aber tritt jetzt bitte mal rein. Ich will das noch sehen. Trittst du da noch mal rein? Geht da noch mal einer in den Sitz? Stellbarkeit in dieser eigentlich, wenn man so sieht, recht einfachen Konstruktion, steckt dann doch viel Hirnschmalz dahinter, weil sonst kriegst du das so nicht hin. Ja, vor allem, es ist halt, es slidet schön und dieser Gegendruckpunkt ist halt immer da, weil das Dreieck bestehen bleibt. Das Dreieck bleibt bestehen und die Kraft, die den Hebel auslöst, annulliert sich, weil der Hebelpunkt viel weiter hinten eigentlich ist. Also du erreichst den Punkt nicht, wo du quasi überkippst. Genau. Das ist total abgefahren. Also, ich glaube, for the sake of die beiden, wir gucken uns jetzt mal nicht an, weil Yeti sagt ja selber, dass das jung und naiv ist. Grundsätzlich ist das aber echt geil. Was, jetzt müsste man mal wissen, ich weiß nicht, ob es das jetzt hier gesagt wird, aber was kostet das denn am Ende? So. So wie es da steht. Kriegen wir da nochmal einen Preis raus? 600 Euro mit Sitz. Was kostet der Sitz? 220. Also hat dein Rig ohne 400,
guter Preis. 400 Euro. Doch, ist ein guter Preis für 400 Euro. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, gib mir das Ding mal 2 Monate und dann gucken wir mal, ob das wirklich ab kann. Gib mir das mal 2 Monate und dann probiere ich mal aus, was das wirklich ab kann. Also ist okayischer Preis, finde ich. Überlebt nicht mal 24 Stunden von euch. Ganz ehrlich, also ich glaube, dass Menschen, ne, also wenn Jedi sagt, er fährt jetzt selber ja auch eine Simulcube, ich glaube ihm das. Aber ich glaube nicht, wisst ihr, ich glaube, ich traue mir nicht. Mir und meiner ungezügelten Gewalt, die ich manchmal so an dieses Ding da drüben packe. Also, oh, das wüsste ich nicht, ob das mitmacht. Aber ausprobieren würde ich trotzdem. Aber es ist trotzdem schön. Also sag ich, wie es ist. Es ist wirklich gut gemacht. Und es sieht auch sehr durchdacht aus. Lass mir mal diese Claims weg. Ich glaube, bei Llama ist das, also ich vermute mal, dass das bei Llama so dieses Excitement ist. Ich habe das erste Mal einen Rig und ne, man versucht das halt positiv darzustellen. Lass mir mal weg, kennen wir alle, ist uns allen schon mal passiert. Aber gut, grundsätzlich ist das wirklich eine schicke Geschichte. Aber was ich persönlich als Dizzy nicht geil finde, ist dieses nach schräg nach hinten weg Rigs. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht, was das bringt oder soll. Also ich mag es lieber, wenn es gerade runtergeht. Das ist mein persönlicher Favorit. Wir fanden die Idee halt cool. Die Idee ist auch mega cool. Die ist wirklich gut. Also ist sie wirklich. Vor allen Dingen, weil du halt, sagen wir mal, irgendein Kunde sagt, ich will alles in Pink haben. Dann kannst du ihm halt alles in Pink schicken. Und das ist halt wirklich gut. Ist es. Ist wirklich gut. Die Idee.